Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Denn jetzt ganz kurz vor dem Fair-Launch machen wir nochmal eine kleine Fragerunde mit dem Bernd in Bezug auf ja wirklich Tokenomics, Tokenverteilung, den Launch selber und werden natürlich auch noch auf ein paar Punkte eingehen mit DYDX, weil diese Börse, diese dezentrale unter Anführungszeichen Perpetual-Plattform, die kennt ja schon der ein oder andere. Und da möchte man natürlich ein paar Vergleiche eingehen, wieso man da vielleicht positiver abschneiden als der Token von DYDX und das Projekt definitiv auch noch langfristig besser performen kann. Und natürlich, wie immer, ganz kurze Vorstellung für die, die dich noch nicht kennen. Für die, die dich noch nicht kennen, gibt es natürlich auch noch ein Video hier verlinkt. Aber Bernd, bitte stell dich noch einmal kurz vor. Ja, herzlichen Dank natürlich für die zweite Einladung auf deinem Kanal. Bernd, mein Name, 27 Jahre jung. Ich bin einer der Co-Founder von PalmSwap. Ja, seit 7 Jahren jetzt im Kryptobereich tätig. Und ich denke, ich muss jetzt nicht nochmal durch die ganze Story durchgehen. Die Nee, gibt es auch nee, in einem alles anderen gut. Video. Also, ja. Perfekt. Also auf jeden Fall die Infos aus erster Quelle und ich bin natürlich mega interessiert daran, bei dem Private Sale bzw. beim Fair Launch mitzumachen, weil den Private Sale, das war so ein Punkt, der ist auf einmal aufgetaucht, den habe ich vergessen zu erwähnen, bzw. vom Airdrop, das wusste ich damals selber noch nicht. Es gab schon einen Airdrop und es gab einen Private Sale. Und da war natürlich gleich die Frage, die viel gekommen ist, okay, der Private Sale war bei 4 Cent, wo wird es beim Fair Launch dann hingehen, können wir da vielleicht drunter sogar bleiben? Oder. Und wie sieht es mit dem Vesting aus? Weil für Leute, die bei 4 Cent gekauft haben, wann können die verkaufen? Wo muss man das quasi mit einkalkulieren? Das wäre mal cool, wenn du darüber erzählst, wie erfolgreich war der Private Sale und ja, in die Richtung Vesting wäre das extrem wichtig für die Leute. Also, kann ich mal einen Screen sharen? Geht das? Absolut, ja, müsste Okay, online sein. wunderbar. Also, schaut mal. Man kann hier bei uns im Gitbook, das findet man direkt unter Documents, right? Bei uns auf der Webseite, ja, da sind alle Sachen detailliert aufgelistet, ja. Seed, Private und so weiter, ja. Wie viele Tokens darüber verkauft worden sind, wie viel unlocked wird bei TGE, weil die Frage, die du mir gestellt hattest, es ist für Seed Genau. 0% bei TGE, die beginnen zu unlocken 61 Tage nach dem Token Generation Event und für Private genauso 0% der TGE, ja, die unlocken ein wenig früher und haben eine bisschen kürzere Vesting Period, ja, einfach weil die natürlich zu einem höheren Preis gekauft haben, ja, und damit haben wir das Ganze einfach differenziert. Also man muss sich hier nicht die Sorgen machen, dass plötzlich, was weiß ich, hier massiv gedumpt wird oder was auch immer von Private oder Seed-Investoren, weil die einfach keine Tokens frei haben zu Beginn. Ja. Perfekt. Also, das ist auf jeden Fall mega wichtig, drum auch berechtigt die Frage und bin mega froh, dass sobald ich ein Video online stelle über ein Projekt, das sind die Leute so wie kleine Arbeiterameisen und suchen und suchen und suchen, wo sind da Punkte, was ist gut, was ist negativ. Und es ist auch extrem wichtig, dass ihr da draußen die Recherche weitermacht und vielleicht Fehler sucht, vielleicht kleine Ansätze sucht, wo wirklich Fragen auftauchen. Und genauso eine Frage war beim Vesting, wir haben es ganz kurz nochmal gesagt, 25% der Tokens werden grundsätzlich am Anfang gleich unlocked und mit diesen kann man dann entweder ins Staking reingehen und da war dann die Sache, hey, es gibt dort eine Cooldown-Period. Wie ist das grundsätzlich so mit der Cooldown-Period? Weil du hast mir schon einen Tipp gegeben, wie man die zum Beispiel umgehen kann und trotzdem auch Renditen im Farming haben kann. Ja, also ja, du hast ja eh schon angesprochen. Also man kann den Token direkt staken und man kann ihn farmen. Ja, auf Farms gibt es keine Cooldown Periods. Man hat dann natürlich eine etwas größere Exposure, weil man natürlich jetzt ein zweites Asset mit drin hat. Das kann gut, das kann schlecht sein. Das zweite Asset wird von BNB sein. Ja, das heißt, man hat eben die doppelte Exposure zu zwei Tokens und dafür gibt es halt natürlich auch ein bisschen höhere APY. Und ja, zu den Staking Pools, wie gesagt, wir persönlich haben die Cooldown Periods eingeführt und die werden auch immer da sein. Also das wird nicht jetzt nur für den Anfang sein. Einfach weil wir so am Anfang eben gerade das verhindern, dass eben jetzt viele Leute dann direkt ausverkaufen und so weiter, die dann einfach für 1, 2 Tage nur staken beispielsweise. Ja, und das ist eigentlich so der ganze Hintergrundgedanke. Und wenn du dir unseren Investing Schedule anschaust und auch unsere Roadmap vom Go-Live-Plan und so weiter. Ja. Wir machen ja jetzt Ende September sozusagen ein Sale. Ja. Ein bisschen, circa bis ein bisschen über einen Monat nach dem TGE gehen wir sozusagen public live in unserer DEX
auf dem Mainnet, ja. Und eigentlich erst dann, ja, sind wirklich alle Utilities vom Token auch wirklich da. Das heißt, dass du den staken kannst, um die Fees zu reduzieren, staken, um Affiliate-Commissions zu erhöhen, und so weiter und so weiter. Ja. Also das ist ja alles erst dann wirklich da, wenn die Plattform live geht. Und deshalb haben wir auch den Vesting-Schedule so gewählt, wie wir ihn gewählt haben, dass eben wirklich irgendwo auch der Kunde ein bisschen schon darauf animiert wird, auch diesen Mainnet-Launch abzuwarten, weil wir da definitiv von ausgehen, dass sich das nochmal positiv natürlich auf das komplette Projekt auswirken wird, ja. Richtig wichtig, auf das natürlich einzugehen. Was ich immer so sagen muss, ist, dass jetzt natürlich in dieser Marktphase, wo sogar Ethereum ein Sell the News Event wird, obwohl das nicht sein müsste, und wir sind einfach ultra bearish aktuell. Wir sind so wirklich gerade ganz tief drinnen und nochmal richtig einen drauf zu bekommen aufs Portfolio. Das kann definitiv passieren. Und die Sache ist halt folgendes: Wenn die Zeiten wieder gut sind, wenn die Zeiten wieder so sind, dass die Kurse einfach 20, 30% pumpen, einfach an einem Tag teilweise und das konstant über mehrere Wochen mit kleinen Korrekturen, aber einfach nur pump, 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 dann heißt es sehr oft bei den Projekten, ja, die Leute aus dem Launch oder in den Private Sales oder wer auch immer, die so früh gekauft haben, die dumpen dann oder deren Bags sind dann gepumpt und was auch immer. Und die Sache ist halt genau die: Im Bärenmarkt ist jetzt wirklich genau die Zeit, wo die Leute diese richtigen Handlungen treffen müssen, damit sie bei den Run-ups einfach schon die Bags haben und andere Leute die pumpen. Das ist mega, mega wichtig. Vor allem für die Kursentwicklung ist auch eins wichtig. Wir kennen es jetzt mal, vergleiche ich teile schnell den Bildschirm. Und zwar gibt es die Börse DYDX. Ist auch eine dezentrale Leverage-Plattform. Ich habe die noch nie benutzt. Und diese Plattform hat es einfach aktuell geschafft, mit sehr vielen Trading-Pairs, muss man sagen, ist echt ein Lob auszusprechen, dass man die so einfach hinklatschen kann, ein Trading-Volumen von fast 1 Milliarde, die Tage war es sogar über 1 Milliarde, hinzubekommen. Und natürlich ist jetzt da der große Schnittpunkt 1. Diese Trading-Fees haben einen ganz anderen Weg, wo sie hinfließen, als jetzt bei PalmSwap geplant ist. Möchtest du darüber ein bisschen quatschen? Wie weit wird sich PalmSwap von DYDX unterscheiden? Was sind so vielleicht in der Roadmap unterschiedliche Punkte, wo wir auch als Tokenholder viel mehr Intensivierung drin haben, zu staken, Liquidity zu farmen oder auch den einfach zu holen? Ja, also ich meine, ich habe hier schon ein paar Utilities unseres Tokens sozusagen erwähnt. Zuallererst gibt es einen wichtigen Punkt eigentlich, der eine ganz klare Differenz natürlich hat zwischen diesen zwei Projekten. DYDX, ich finde, es ist ein mega geiles Projekt, ja, und es ist die größte Perpetual DEX aktuell im Space, ja, und wirklich mega, was sie da aufgebaut haben. Das ist auch inspirierend für uns, muss ich ehrlich gesagt sein, ja. DYDX ist eine Hybrid-DEX, ja, das heißt On-Chain, On-Geboardet, das heißt über MetaMask Connect, aber wenn du eine Order dort platzierst, läuft das alles zentral über ein zentrales Off-Chain Orderbook, ja. Das hat natürlich den Vorteil von Speed und Low Fees, ja, aber natürlich bist du wie eine Centralized Exchange. Wir gehen sehr, sehr stark davon aus, dass für solche Modelle auch in Zukunft ein KYC kommen wird, ja, also das wird wahrscheinlich nicht vermeidbar sein, ja. PalmSwap ist 100% decentralized, das heißt wirklich jeder Trade, den du drauf setzt, wird auch 100% on-chain executed, ja, dadurch natürlich, und das habe ich hier, glaube ich, im ersten Video schon erklärt, können wir nicht die Riesentrader aktuell facilitaten, ja, das wird einfach wird denen nicht genug sein, glaube ich, einfach so, ja, aber wir können die normalen, die medium-sized Traders facilitaten jetzt zu Beginn. Die größten Orders, die wir uns platzieren können, sind circa 1,5 Millionen, ja, pro Trading Pair. Und das ist, denke ich, schon mal für eine breite Masse ist das schon mal ausreichend, ja, jetzt für den Start. Und natürlich dann, wenn wir den Leverage increasen, auch ein bisschen mehr, ja. Unser Ziel ist es natürlich auch, eine Version 2 zu bauen. Ich glaube, das habe ich kurz angerissen. Und das ist, wir werden auch ein Hybrid herausbringen, aber diese On-Chain-Plattform, die jetzt da ist, wird immer da sein. Das heißt, es werden einfach zwei Protokolle parallel voneinander sein. Das eine aber für Trader, die mehr Volumen traden wollen, etc. Und das andere für die Leute, die On-Chain traden möchten. Ja. Ein zweiter Unterschied ist im Prinzip der, die Trading Fees, die verteilt werden. Ja. Bei DYDX geht ein Großteil an, ja, eigentlich alles wieder zurück an DYDX. Ja. Bei Palm Solo ist es so,
50% von allem, was übrig bleibt nach dem Liquidity bezahlt wurden, gehen in Buyback and Burn. Dadurch haben wir natürlich einen deflationären Mechanismus auch drinnen für den Token. Ja, das hat BYD jetzt nicht. Und 25% gehen in Protocol Operations und 25% in die Insurance Funds. Und die Insurance Funds, die bringen mich eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, der uns unterscheidet. Und zwar bei EYDX, wenn du stakest, ja, dann können deine Estate Funds für als Insurance Fund sozusagen verwendet werden, sollte irgendwas passieren mit dem Protokoll. Ja, das ist bei Parmstock nicht. Wenn du bei uns stakest, dann stakest du. Ja, wir verwenden Trading Fees, um unsere Insurance Pools zu füllen. Ja, und das ist im Prinzip unsere Approach. Gut, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie diese ganze Dynamik auf jeden Fall hält und funktioniert. Wenn wir uns das ansehen bei Femex, bei Bybit, bei Bitget, bei Binance und KuCoin, diese Volumen, die sie dort getradet haben, sind halt so immens, wenn du dort ein paar Milliarden Volumen drauf quasi rechnest und die Fees drauf, auch die sind bei 0,1% so um den Dreh herum, dann sind das etliche zweistellige Millionenbeträge, die dort pro Tag an Commission an die Plattformen fließen. Natürlich, die haben dort Partnerschaften, die haben Werbungen zu zahlen, die haben Affiliate-Bonus, die sie auszahlen, aber es bleibt auf jeden Fall so unglaublich viel hängen. Und wenn ich mir zum Beispiel eine DeFi-Plattform anschaue, wie PancakeSwap oder so, ich glaube, die verdienen nur einen hauchzarten Prozentsatz von dem, was Leverage-Plattformen wirklich verdienen. Und eben da werden die Nutzer wichtig sein, da wird es einfach megamäßig wichtig sein, ins Marketing zu gehen. Was habt ihr so grundsätzlich auch noch für Marketingansätze neben den Influencern, die euren Plattform quasi bewerben, die das NFT-Giveaway bewerben, das natürlich auch für uns möglich ist? Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wie sind da so die Pläne nach dieser Launch-Phase, dass da Volumen drauf kommt? Was ist euer Ja. Marketing-Ansatz? Also natürlich wichtig ist dazu zu sagen, dass die ersten diese KOLs, die uns hier an Bord sind, ne, das ist natürlich nicht nur für den Launch, sondern natürlich wird ein Großteil davon, und das ist ja auch unsere Approach, ja, dass wir wirklich long-term mit diesen Partnern arbeiten, weil das bringt uns als Plattform das meiste, das bringt uns langfristig die meiste Exposure und das wird auch die meisten Kunden natürlich dann zu uns auf die Plattform bringen. Ja? Also das ist natürlich etwas, wo wir auch schon dran sind, wo wir auch schon einige Partnerschaften abgeschlossen haben mit großen KOLs, die auch mit uns dann wirklich nicht jetzt nur irgendwie zum Launch ein, zwei Videos machen oder was immer, sondern die sind eigentlich richtig heiß schon drauf, jetzt dann loszulegen und auch die Plattform zu pushen und sowas, weil es einfach ein decentralized Space, sowas in der Art, wie wir das anbieten, nicht gibt. Und das ist einfach eine coole Alternative zu den ganzen zentralen Börsen, die so oder so schon bewerben werden. Left, right and center. Ja? Und natürlich werden wir ansonsten auch deutlich, deutlich mehr natürlich ins Marketing gehen, mit mehr Exposure natürlich auf den Events. Wir werden im Oktober auch schon auf einigen Events sein. Wir werden im November auf einigen Events sein. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch einfach, dass man Flagge bekennt, dass man auf den ganzen Veranstaltungen, die auch die ganzen anderen schön bisschen mit drauf ist. Und ja. Erstmal für ein Exposure zusammen gibt, wie nur möglich. Wir haben eine sehr gute PR-Company as well mit unserem Board. Mit denen haben wir eigentlich auch ein Long-Term Agreement, wo wirklich sehr, sehr viel PR auch kommen wird. Wir haben die ersten Press-Releases und so weiter, sind alle schon raus. Und ich glaube, da haben wir auch schon einige gepostet in den Channels. Und ja, das ist es jetzt eigentlich so für den Start. Vielleicht können wir in der Zukunft ja auch mal bei der Formel 1 mitmachen. Aber da ist ein langer Weg bis dahin. Das wäre krass natürlich, aber natürlich, dort sind die ganz großen Börsen. Ich glaube, heute kommst du nicht mehr drum rum, dass du überall Crypto.com und was auch immer Ja, siehst. Das ist ja immens, was die dort an Budget rausballern. es ist eigentlich, also ich war jetzt letztens in Monaco und es kommt mir vor, so war überall nur noch Krypto, ja, also vom Bybit, Binance, FTX, Crypto.com, also da ist eigentlich jede Börse so mittlerweile vertreten und auf irgendeinem Auto oder was auch immer drauf. Das Heftig. ist schon sehr, sehr verrückt, ja, was sich da abgeht. Aber gut, dann erreichst du halt eine andere Zielgruppe an Leuten und das ist schon mal gut. Ja. Und ich habe es rausgehört, Central Exchange Listing, die folgen. Da werdet ihr auch draufsetzen. Wie ist da so grundsätzlich der Plan? Wahrscheinlich Tier-2-Exchanges mal vorrangig als erstes in die Richtung. Ja, also wir haben jetzt drei, vier Exchanges, mit denen wir gerade die Conditions und so weiter verhandeln. Ja, ich will jetzt noch keinen Namen sagen, dadurch, dass wir, wie gesagt, in Verhandlungen sind, aber üblichen Verdächtigen halt. Ne? Okay.
Ja, also natürlich, wir planen in den ersten 30 Tagen nach TGE ein Centralized Exchange Listing, ja, und dazu werden natürlich dann mehr News folgen, sobald wir das Okay, abgeschlossen okay. haben, was da steht. Na, sehr gut. Auf jeden Fall ein riesengroßer Bonuspunkt ist einfach, den man ansprechen muss. Man kann ja wirklich, ohne dass man auf einer ZEX ist, die dann deine Private Keys und somit eigentlich auch deine Coins besitzen. Wenn es das Problem gäbe, ist es so, dass eine Insolvenzmasse auch die Private Keys umfasst und das Geld, was da drauf ist. Wir können ja wirklich perpetual traden und im Sinne von, wenn der Markt dumpt und stell dir vor, wir sehen Bitcoin bei 15k, bei 14k, bei 13k, keine Ahnung wo, auch jetzt bei 19 irgendwas ist schon heftig und du möchtest zum Beispiel einfach die Bitcoins, die du am Ledger hast, möchtest du einfach ein bisschen hebeln, sondern nur einen Touch-Hebel reinknallen, dass du mehr Gains mitnimmst und machst so eine 2x-Position oder eine 1,5x-Hebel-Position wird es natürlich auch geben, das schätze ich, und hast so einen, den kleinen Bonus on top, weil du schon so lange hodelst, weil du diese Position quasi nicht groß mit Risk beleihen möchtest. Und dann hast du hier deinen Ledger und mit dem knallst du einfach auf dein Wallet einen 1,5er Hebel auf 1, 2, 3 Bitcoins, die du halt mit Risk in diesen kurzen Dumps oder halt diesen tiefen Preisen von Bitcoin wirklich vom Hodelportfolio nicht wegbewegen möchtest und nimmst dir hier wirklich komplett dezentral. Natürlich schreibst du das buchhalterisch mit, wenn du halt einen Trade machst. Aber das finde ich halt so das Geniale. Du musst hier nicht irgendwo auf einer Börse das einbuchen. Du musst hier nicht die KYC vollführen. Du musst nicht deine Funds transacten. Kannst du wirklich mit diesem Wallet hier bestätigen, die Funds sind sicher, es sind deine. Und das finde ich halt so genial dran. Könnte meiner Meinung nach auch so ein heißer Favorit sein auf so diese Trends in den Bullenmärkten. Auf einmal heißt es, wow, okay, dieser Coin ist für eine dezentrale Hebelplattform und das ist so wie DeFi 2020, 21 der neueste Schrei, dass du halt perpetual Plattformen die Coins halten kannst, ist immer eine gute Sache, weil stell dir vor, Bernd, wir hätten von Bybit oder Femex oder so Token bekommen, irgendwie ganz am Anfang fürs Usen. Ich meine, den Bit gibt es von Bybit, aber ich glaube, der ist nicht so mit Revenue Share mit drinnen und so, einfach ein frei gehandelter Token. Die werden ja ordentlich gepumpt mit so Buyback and Burn, weil die Volumen und Gebühren, die die Plattformen verdienen, sind unmenschlich hoch. Absolut, absolut, ja. Und ja, wichtig ist vor allem auch eine Sache, und das hast du eben auch gerade angesprochen, und das ist eben bei den meisten Plattformen nicht, auch nicht bei BYDX, ja. Dadurch, dass wir 100% on-chain sind, hat doch wirklich jeder User 100% Kontrolle über seine Funds. Das heißt, selbst wenn mal unser Interface disappearen sollte, hast du über den Smart Contract Zugriff auf deine Assets, right? Und das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Und dadurch, dass wir 100% on-chain sind, du könntest jetzt sogar herkommen und ein eigenes Interface bauen, würde ich sagen, mit unserem Smart Contract verbinden. Und dann läuft das Ganze darüber. Klar, würden wir sozusagen Gebühren verdienen, ja, aber man kann ein eigenes Interface darauf bauen. Das ist diese ganze Dezentralisierung, bietet natürlich auch wirklich einige Vorteile, würde ich sagen, mit sich, die das Ganze halt wirklich unabhängig machen von einem gewissen Individuum. Ja, eben, das ist richtig, richtig krass. Da bin ich eben definitiv gespannt, wie sich das entwickelt, wie die Leute das auch annehmen, wie die Kunden das annehmen. Aber ich denke, das hat schon riesengroße Vorteile, wenn natürlich ohne das irgendjemandem zu raten, Steuern irgendwie einsparen zu wollen. Es werden viele Leute aus dem Grund sicher irgendwie machen und es wird auch funktionieren, weil so ein Protokoll zu durchleuchten ist, glaube ich, mit IP-Adressen weltweit sehr unmöglich, dass du da was zurückführen kannst. Aber da muss man vielleicht regulatorisch auch in Zukunft was anpassen. Aber ich weiß nicht, wie das sein wird, weil PancakeSwap wird auch, glaube ich, weniger reguliert werden in Zukunft. Die sind auch komplett dezentral, bis auf Binance jetzt im Also, Hintergrund. was ich persönlich glaube ist, und das wird auch uns treffen, wenn wir auf V2 gehen, ja, wenn wir natürlich hybrid gehen, dann, ich denke, dass, wie zum einen, wie der Vorredner gesagt, KYC wird dort sicherlich kommen und auch Regulierungen, weil es ist für mich nicht vorstellbar, ja, dass Orders über eine zentrale Schnittstelle im Prinzip gepoolt und executed werden und dass das keine Licensen braucht, ja, also ich gehe da sehr, sehr stark davon aus, dass das der Fall sein wird, ja. Aber natürlich alles, was wir on-chain machen, ist 100% non-custodial. Und das ist natürlich wieder was komplett anderes. Ja, aber natürlich, man wird sehen, wir haben beide keine Glaskugel. Krypto ist ein schneller Markt. Ja.
es tut sich sehr, sehr viel. Und natürlich, wenn mal Regulations und was auch immer kommen, und auch vielleicht für DeFi, dann muss man das Ganze halt einfach mitnehmen. Wer dann noch genaue Fragen zu sämtlichen Mechanismen, Einteilungen und Co. hat, kann hier auf der Palmswap-Seite bei About of Documentation gehen. Dort habt ihr wirklich von A bis Z alles mit drinnen, genau wie wir es einfach immer brauchen. So ein kleines Cheat-Sheet für die Regeln, die das Projekt hat, die das Regeln für uns als Kunden und für sich selber hat. Das ist natürlich richtig, richtig gut. Der Link für die ganze Palmswap-Seite ist in der Videobeschreibung. Einfach immer drauf schauen, dass ihr original diese Domain drinnen habt, ist einfach unglaublich wichtig, weil ich glaube, ich hatte mal Zeiten, wo ich bei MM Finance reingehen wollte und die ersten 5 Google-Anzeigen waren wirklich beworbene, bezahlte Placements von Fake MM Finance Seiten, wo irgendwie so ein Punkt noch mit drinnen war und und. Das ist natürlich Katastrophe, wenn du dort ein Wallet verbindest und zack, das ist es dann gewesen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Okay, perfekt. Was meine Frage so ist, die Programmierer, was sagst du, wie skilled sind die, in welchem Kontakt seid ihr da? Und Programmierer sind so das A und O bei jedem Projekt, weil du kannst immer entweder hören, ja, die Programmierer brauchen noch 3 Monate dafür und die sind eigentlich gerade Hauptschulabschluss und möchten gerade irgendwie Geld verdienen und denken, sie können einen Smart Contract programmieren oder eine Bridge ganz einfach erstellen. Was können eure Programmierer so im Background aufweisen? Was ist so in deren Lebenslauf der Punkt, wo du sagst, bam, den brauche ich für mein Projekt, der ist ultra gut? Ich würde mal so sagen, ja. Ich meine, du kannst dir unsere Plattform anschauen und ich denke, darauf hingehen kannst du den Skill-Level der Developer sehr, sehr gut beurteilen. Wir sind jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine simple Swap oder eine Bridge oder sowas, weil daran müssten wir nicht ein Jahr arbeiten, ganz ehrlich. Das geht deutlich schneller. Wir haben aktuell 10 Developer, die bei uns angestellt sind. In-house ist unser eigenes Team. Also wir nehmen keine Third-Party Developer, einfach auch aus Sicherheitsgründen und weil ich persönlich immer denke, du hast halt immer ein Conflict of Interest, weil wenn du eine Third Party verwendest, aber die nach Stundensatz meistens, ja, das heißt, die wollen das Projekt so lange wie nur geht in die Länge ziehen, weil je länger es dauert, desto mehr bekommen die bezahlt, ja. Und wir als Project Owner, wir wollen natürlich so schnell wie möglich vorankommen und deshalb haben wir da auch wirklich das Team so zusammengestellt. Jeder unserer Devs hat Blockchain-Development-Erfahrung seit mehreren Jahren. Einige haben schon an zwei, drei Protokollen mitgearbeitet. Elisa hat 25 Jahre Erfahrung im Project Management. Also Sky zum Beispiel, unser Marketing-Manager, ist von OKX. Ja, ja. Wir haben sehr, 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 sehr gute Leute dafür recruited. Das hat auch wirklich einiges an Zeit und Geld gekostet, sozusagen, dort zu kommen. Und ja. Rio hat für 3 Protokolle davor schon gearbeitet gehabt, so. Und ansonsten denke ich, könnten wir auch nicht so schnell so ein Volumen sozusagen an Sachen beispielsweise bauen. Unser Launchpad haben wir angefangen letzten Monat beispielsweise, ja, zu developen. Das ist fertig orientiert mittlerweile und wir warten auch alles schon. Ja, also ich denke, du kannst daraus Christian schon ziehen, dass wir relativ flott sind, was so Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal sehr gut und das ist auch sehr wichtig, auf jeden Fall. Für den Launch, ich glaube, wir brauchen BNB, einfach BNB bereithalten. Geht in 3 Tagen los, am 20. September. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viel Volumen reinkommt. Natürlich, ich habe jetzt einfach so dieses Paradebeispiel von Grizzlyfy drin, wo die einfach 25 Mio an ja, Geldern eingesammelt haben, an BNB reingeknallt bekommen haben in deren Fair-Launch-Pool. Ist jetzt eine Hausnummer, muss man sagen. Der größte Alles und krasseste Launch massiv, ja. überhaupt bisher. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Über 5 Mio sollten es sicher werden, ist so meine Einschätzung. Wenn es 20 Mio werden, ist halt richtig krass, wäre richtig krass. In die Richtung denke ich, dass wir nicht über Grizzly drüber kommen. Einfach so als Richtwert. Und da werde ich auch mein Deposit ein bisschen dran richten. Ich werde so zwischen 2 und 6K, glaube ich, einfach depositen. Schauen, wie sich das entwickelt. Und am 20. kommt dann auch noch das Anleitungsvideo, wie man da quasi, wo ich einen Knopf drücken muss und welche Strategie ich auf jeden Fall verfolgen werde. Weil eins ist natürlich auch in diesen Marktlagen wichtig, zu balancen aus Profite nehmen und Coins eigentlich für den Run-Up ready zu haben. Bei Grizzly war es auch so am Anfang verkaufen, 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 verkaufen. Und schlussendlich bin ich jetzt eigentlich in den Freezer reingegangen, wieder mit gutem Investment nach ein bisschen Profite nehmen. Aber das meiste habe ich eigentlich jetzt in den Freezer geknallt, weil sowas in Bärenmärkten halt mega Sinn macht, Projects early jetzt wirklich einzukaufen und dann auch einen Bag zu halten und den Bag wirklich
To the Moon mitzunehmen. Und da sind wir natürlich gespannt, wo wir da hinkommen. Ich glaube, wir haben mal alle Fragen geklärt. Ich bin ready. 3 Tage haben wir noch Zeit und dann ja, sehen wir, was sich mit dem Tokenpreis so machen lässt. Sonst noch Ja. eine Frage oder einen wichtigen Einwurf von dir? Nein, ich denke, wir haben eigentlich alles wirklich gecovert. Ich kann dem Ganzen, was du da gerade gesagt hast, ja nicht nur zustimmen. Ich meine, ich bin seit 7 Jahren Investor in Kryptowährungen. Und das ist eigentlich immer so das Thema. Ja. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man in gute Projekte investiert, wo man eben, wie du sagst, die Backstage sozusagen safe, ja, um dann eben den nächsten Bullmarkt zu starten. Und auch für uns als Projekt, ja, warum starten wir jetzt in so einer Marktphase? Und warten nicht wieder bis, egal, weil schau mal, in einem Bull Market, du kannst alles launchen Ja, und geht alles alles wird nach hoch. oben gehen, weißt du? Aber dafür musst du dann kein gutes Projekt irgendwie liefern, ja? Dafür musst du keine Utilities in deinen Token einbauen, weil alles geht nach oben, ja? Und deshalb haben wir gesagt, lass uns jetzt starten, lass uns jetzt schon mal die User Base bilden, sozusagen, damit wir eben dann schon wirklich in den Bull Market mit Substanz sozusagen reingehen. Und das ist eigentlich so die Strategie unsererseits. Ja. Mega wichtig. Bin ich absolut eben hyped drauf. Und ja, meine Fragen sind geklärt. Falls du noch Fragen hast, klar dir, also sieh dir einfach alles auf der Website an. Dort steht wirklich viel geschrieben. Sonst Telegram, meine Gruppe ist immer offen für sämtliche Fragen und Anreize oder Kommentare. Ich lese mir jedes einzelne immer durch und schaue, dass ich da immer antworte. Und ich glaube, Bernd, wir sind auf jeden Fall durch. Wir sind einfach nur noch ja, am Warten auf den Launch. Und wir sehen und hören uns definitiv im nächsten Video. Wir sind einfach mal ready, würde ich sagen, und hören uns später nach dem Launch vielleicht nochmal. Würde ich auch so sagen. Dankeschön auf alle Fälle für deine Zeit und für das Interview. Und ich hoffe, wir konnten die offenen Fragen aus deiner Community erfüllt werden. Wunderbar, dann ich wünsche euch was da draußen. Happy Gains mit dem Fair Launch, bei Palm Swap, mit Bitcoin sowieso. Und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.